Du benutzt den Anvil Minecraft völlig falsch. Okay, lass mich das Ganze vielleicht kurz erklären. Wir alle kennen ja wahrscheinlich dieses Problem hier. Das passiert, wenn ihr ein Item in Minecraft zu oft im Anvil repariert oder kombiniert habt. Und meistens passiert das, wenn ihr mit Büchern verzaubern wollt. Wenn ihr jetzt also trotzdem alle 7 möglichen Verzauberungen auf euren Schuhen haben wollt, wobei wir es sonst doch einfach weglassen könnten, dann achtet darauf, dass ihr das Item so wenig wie möglich im Anvil benutzt, denn je öfter ihr das im Anvil benutzt, desto teurer wird es. Kombiniert also zum Beispiel eins der teuren Bücher wie Soulspeed oder Featherfalling am Anfang direkt mit den Boots und dann danach kombiniert ihr immer wieder ein teures und ein günstiges Buch zusammen. So könnt ihr zum Beispiel Protection mit Unbreaking kombinieren und dann das Ganze auf eure Boots machen, dann noch Featherfalling und Mending für 2 Level, das auf die Boots und zu guter Letzt noch Thorns und Depthstrider und so kriegt ihr alle eure Enchantments auf die Boots. Und falls euch das Ganze nicht merken könnt oder das für ein anderes Item braucht, geht einfach auf diese Website hier, wählt dann in dem Dropdown-Menü aus, welches Item ihr verzaubern wollt und klickt hier einfach die jeweiligen Enchantments an. Und dann kriegt ihr hier unten die perfekte Reihenfolge angezeigt, mit der ihr eure Boots verzaubern könnt. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema sehen wollt, dann schaut euch super gerne das ganze Video auf YouTube an.